Da sind wir noch gar nicht lang gegangen, ne? Beim Kloster waren wir noch gar nicht. Ah, hier sind Wolfies. Speicher mal. So. Easy. Ups, da habe ich einmal zu viel auf Leertaste gedrückt. So. Sehr gut. Und hier müssten auch noch mehr Viecher sein. Oh, da sind sogar ganz viele auf einem Haufen. Wollen wir die mal uns mal mit allen anlegen? Oh oh, das war vielleicht ein bisschen übermütig. Na komm! Oh oh! Oha, der hat uns fast gedownt. Ist natürlich gemein. Her mit deinen Zangen, her mit deinem Fleisch. Und deine Zangen will ich auch noch. So, da ist eine Rat. Aber dafür werde ich mich jetzt nicht heilen. Ich bin einfach mal greedy. Aua, der hat mich tatsächlich getroffen. Noch ein Hit und wir sind tot, ne? Aber gut, ich probiere es einfach. Weil wir brauchen nämlich unsere Nahrung für das Minental. Da will ich jetzt nicht verschwenden. Nichts verschwenden. Oh oh. Ja, okay, komm. Ein Hit, wenn die uns mit einem Hit töten, dann haben wir, glaube ich, keine andere Wahl, als uns ein paar gebratene Fleischstücke reinzuhauen. Obwohl hier, ich nehme das Wanzenfleisch, damit es aus dem Inventar ist. Komm, alle fünf. Oh, Alter. Warum ist das so knusprig? Ist ja irgendwie richtig widerlich. Wie so ein trockenes Brot. Richtig pervers. So. Kommt mal her, ihr Mistviecher. So. Ah, hier kommt auch die Klostermusik. Nee, das ist die Sumpfmusik, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Da ist Iskarot, dem wir die Nachricht überbringen sollen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal machen wir hier diese Viecher platt. Nicht seine. Schnauze! Mit deinem Rumgequieke. So. Und her mit deiner Erfahrung und mit deiner Klaue. Kralle. Zange, meine ich. So. Sind da noch Viecher? Da sind Scavenger. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal bis zur Brücke hinten. Bis zum Kloster quasi. Machen wir alles platt. Oh oh, das könnte sein, dass die tatsächlich ein bisschen Schaden machen. Weil die alle auf einmal kommen, ne? Hä? Warum mache ich keinen Schaden an denen? Oh oh, aua. Nee. Das war zu übermütig. Muss ich doch alleine rausziehen, ne? Oder immer so ein, zwei nur. Aua. Hört mal auf. Oh, noch ein Hit und wir wären gestorben. Mistviecher. Ja, das haben wir davon, wenn wir uns mit allen gleichzeitig anlegen, ne? Ist vielleicht keine gute Idee. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Der da noch, ne? Sehr gut. Da sind noch zwei. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles war. Ich speichere mal. Und bin einfach mal greedy. So. Wenn wir uns nicht einmal treffen lassen, kriegen wir es hin. Sehr gut. Her mit deinem Fleisch. Speichern. Oh, verdammt. Der erste ging daneben. Ach komm, Alter. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit so greedy? Wir kriegen doch auch ein neues Fleisch wieder, ne? Wir haben schon wieder 13 ungebratenes. Komm, zack. Und zack. Das sollte reichen. Speichern. Und Attackos. So. Easy. Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz niesen. Hier haben wir eine Steintafel. Her damit. Und ansonsten war es das aber mit Viechern, ne? Glaube ich. Ja. Das war's mit Viechern. Hier vorne sind, glaube ich, noch Feuernesseln. Wenn ich mich recht entsinne. So ein paar. Sehr gut. Und das da ist das Kloster.
Da kommen wir allerdings noch nicht rein, ne? Davor steht ein Typ und der sagt, du kommst nur in das Kloster, wenn du unserem Glauben angehörst. Und wir können aber auch Novize werden, wenn wir 1000 Gold bezahlen und ein Schaf besorgen. Das ist auch entsprechend schwierig, aber steht ja für uns alles in den Sternen. Wir müssen hier aber auf jeden Fall später nochmal hin, ne? Also, früher oder später werden wir auch das Kloster besuchen müssen. Oh, hier liegt noch eine Steintafel. Nice. Und Herr Iskarot. Hey. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Da du dich bereits einer anderen Gruppe angeschlossen hast, wird dir der Zugang verwehrt bleiben. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Nice, 200 XP. Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Ja, nice. Vielen Dank. Ja. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Mhm. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Aha. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Der knüpft uns immerhin kein Gold ab. Das ist natürlich nett. Zeig mir deine Ware. So, der hat ein paar Zauber und ein paar Tränke im Angebot. Boah, was? Ring der Erleuchtung. Lebensenergiebonus 30? Einen Moment mal. Möge Innos allzeit über... Ja, ja. Wie viel Leben haben wir? Wo steht das denn? Lebensenergie 148. Wir haben 30 Leben mehr. 30 Leben, das ist gar nicht mal so wenig, ne? Aber ich glaube, ich lasse es trotzdem. Wir werden bestimmt auch noch Ringe finden, die wertvoller sind. Ach so, ich dachte übrigens, nachdem er uns segnet, sind wir voll geheilt, sind wir leider nicht. Aber gut, dann haben wir das. Ach nee, ich wollte verkaufen. Verdammt. Weil, der hat uns doch bestimmt gerade einen Mana-Trank gegeben oder so. Zeig mir. So, zeig mal her. Nee, hat er nicht. Er hat uns Heiltränke gegeben. Und das bedeutet, den Rest behalten wir, ne? Ja, hier, wir können das hier verkaufen. Weg, weg, weg. Felle behalten wir natürlich. Hä, wo ist denn das Trollfell? Ach, da. Gut. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, dass er weg. Hier, die Zangen kommen auch weg. Und... das war's. Ah, wir haben wieder eine alte Münze. Möge Innos. Für Vasili. Können wir eigentlich auch gleich abgeben, ne? Theoretisch, wo wir dabei sind. Aber wir gehen erstmal zurück zu der Taverne. Und da war doch noch dieses Lager von Dragomir. Direkt daneben. Und da können wir ihm erstmal die Armbrust zurückgeben. Erstens haben wir sie dann nicht mehr im Inventar. Und zweitens haben wir dann noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Das ist selbstverständlich begrüßenswert. Ich zück mal den Bogen. Da, die Scavenger sind auch wieder da. Und das ist, was ich meinte, ne? Ich habe doch gesagt, hey, hier war doch alles voller Scavenger. Da sind sie. Es muss einfach nur Kapitel 2 starten. Ich verstehe. Oder 3? Ne, wir sind doch jetzt Kapitel 3, oder nicht? Ne, Kapitel 2. Glaube ich, ja. Gut, wie auch immer. Wir legen uns mal mit diesen Scavengern an. Ja, ja. Ja, nice. Level up. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So und so. Oh, dann können wir ja theoretisch schon die neue Waffe tragen, die Hellebarde. Oder? Weil die macht 55 Schaden. Ich guck gleich mal bei Onas Hof. Also gehen wir doch noch nicht direkt ins Minental. Wird doch ein bisschen brauchen, aber ich will da gerne vorbereitet hingehen, ne? Hier. Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob. Ganz schön leichtsinnig.
Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Ja, 150 Gold, 150 XP ist doch gut. Können wir gut gebrauchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, wir müssen im Gasthaus nichts mehr erledigen, ne? Ich glaube, ich gehe trotzdem mal kurz rein. Weil da können wir ja auch Fleisch braten. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Und vielleicht hat ja auch der Wirt uns noch irgendwas zu sagen, bevor wir ins Minental gehen. Ich habe nämlich immer die Sorge, dass wir eine Quest verpassen und dann, oh, du gehst ins Minental, bringen wir mal das mit. Und dann hängen wir da und waren da schon, ne? Ist natürlich alles ein bisschen lästig. Orlan? Ja, moin. Hä? Ah, er ist einer vom Ring des Wassers. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Hast du dein Aquarin schon mal eingesehen? Mann, ich gehöre zum Ring des Wassers. Ich wundere mich. Soll man doch nicht so rumposaunen. Mann, ich gehöre zum Ring des Wassers. So, so. Da haben sie sich aber einen ganz schönen Idioten. Was willst du? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ja. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Ja, das glaube ich. Der hat übrigens eine ziemlich coole Axt, finde ich. Die hätte ich auch gern. Wie läuft die Pinte? Was kostet ein Zimmer bei dir? Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Ha! Gar nichts. Geil! Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Ja, nice! Jetzt können wir da einfach umsonst pennen, weil wir vom Ring des Wassers sind. Das finde ich sehr erfreulich. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Ja, Inflation, wa? Entschuldigung. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Ah, haben wir jetzt auch mehr Handelsoptionen vielleicht? Hat er auch so eine geile Hellebarde? Nee, ne? 55 war das. Nee, schade. Da 70. 75. Oh, Schlachtaxt, die sieht so geil aus. Aber gut, dann haben wir hier leider nichts. Wolfsfell, die Felle behalten wir natürlich für Bospa. Logisch. Und ich würde sagen, wir braten mal unser ganzes Fleisch. Ah, der Typ von der Taverne. Oh, da müssen wir ja mit allen nochmal reden, jetzt wo wir diesen Ring des... den Ring des Wassers haben. Weil, wer weiß, ob wir schon an ganz vielen Leuten, die auch im Ring des Wassers sind, dran vorbeigelaufen sind und jetzt Gesprächsoptionen verkackt haben. Meinst du? Ist natürlich mies. Aber gut. Ist doch wahr. So, wir braten wieder unser unsichtbares Fleisch mit der unsichtbaren Pfanne und unsichtbarem Feuer. Das habe ich. Vor allem, dass diese Gespräche dann immer unterbrochen werden. Übelst verbuggt. Womit denn? So, alles weggebraten und wir können jetzt umsonst pennen. Das machen wir auch. Kann ich hier hochspringen? Du hast das nicht gewusst. Schade. Gut, dann müssen wir den langen Weg nehmen. Keine große Sache. So. Und dann gehen wir einfach in irgendeines dieser Zimmer. Da muss man auch mal zuhören. Liegt hier vielleicht Stuff? Oh, her damit. Her damit. Hier ist auch ein Trank. Perfekt. Hier ist noch eine Kiste. Nice! Das können wir schön alles verkaufen. Und die muss man bestimmt knacken, ne? Ah, das dachte ich mir. Ich speichere mal. Verdammt! Rechts. Rechts, rechts. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Verdammt! Rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts, links. Gut. Rechts, rechts, links, rechts, links. So. Her mit dem Stuff. Oh nein, die Musik ist schon wieder aus. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Es nervt ein bisschen, ne? Dass man beim Laden, dass dann die Musik immer wieder aus ist. So, haben wir ja auch noch Stuff. Hervorragend. Steht hier noch was rum? Hier. Eine Laborwasserflasche und eine Fischsuppe. Besser als gar nichts. Und hier ist noch eine Truhe, die
müssen wir auch wieder knacken. Da ist ein Schloss da vorne. Links, links, links. Oh, einfach zweimal links. Eine Goldmünze. Echt jetzt? Ich wünschte ja, es gäbe jedes Mal Erfahrung, wenn wir was knacken. Aber dafür gibt es halt Loot, ne? So, und das letzte Zimmer klappern wir selbstverständlich auch noch ab. Wenn uns das hier einfach alles so geschenkt wird. Ah, hier müssen wir nicht mal eine Tür öffnen. Wasser. Ja, geil. Wolfsfell, her damit. Können wir gut verkaufen. An unseren Meister. So, und ich würde sagen, dann legen wir uns mal pennen, wa? Hier. So. Und bis zum nächsten Morgen. Zack. Dann gehen wir noch einmal zu Onas Hof. Geben da den ganzen Stuff ab. Melden uns nochmal bei Lee und sagen ihm, dass wir mit Lord Hagen gesprochen haben. Da muss man nochmal zuhören. So. Und dir verkaufen wir den ganzen Müll, den wir gerade gefunden haben. Zeig mir das. Klar. Bla bla bla. Oh. Zeig. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Das weg. Den Degen ohne F weg. Hier, das brauchen wir nicht. Wasser brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich hier für eine Quest später. Aber gut, Nachricht. Behalten. Das hier weg. Ein Stängel Sumpfkraut brauchen wir auch nicht mehr. Die Sumpfkraut-Quests haben wir alle beendet, glaube ich. Das weg, das weg. Und das war's. Sehr gut. Oh, ich finde seine Axt so hammer. Ich kenne sowas. Was ist das für eine Axt? Man weiß gar nicht, wer, wen man noch glaubt. Die hier, ne? Die Schlachtaxt. Glaube ich. Keine Ahnung, sag du es mir. Oder? Oder die Bartaxt? Ich glaube, er hat die Schlachtaxt. Sieht voll nice aus. Ich werde mich da nicht einmischen. Wird sich das jemals ändern? Nein. Ja, ne? Das ist die Schlachtaxt. Voll cool. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen hier entlang und auf schnellstem Weg zu Onas Hof. Da müssen wir hier runter. Ah, hier sind ja auch noch ein paar. Na komm. Die nehmen wir auch noch mit. Oh, hat schon da rangescrollt. So, Schnauze. Perfekt. Aber hier haben wir schon alles abgegrast, ne? Ja. Es sind nur die Viecher respawned. Gott sei Dank, sonst wären das jetzt deutlich mehr, ne? Jetzt, wo das neue Kapitel da ist. Ich zücke mal meinen Bogen, damit ich Feinde früher erkennen kann. Da ist wieder ein Lurker respawned, meine ich. Nicht Lurker. So, Lurky, komm mal schön her. Ich glaube, wir sind jetzt stark genug, dich zu plätten. Ja. Aber der darf uns nicht treffen, ne? Wenn er uns erstmal trifft, dann ordentlich. Ja, da sieht man's. Hui. Macht schon ordentlich Damage. Los, einen Hit noch. Zack. Perfekt. So. Her mit der Klaue. Hier ist noch Feuerkraut. Feuernessel. So. Perfekt. Verdammt, jetzt ärgert's mich, dass ich die Hellebarde nicht gekauft habe. Weil die hätten wir jetzt anlegen können. Wir haben jetzt genug Lernpunkte, 18 Stück, dass wir unsere Stärke auf 55 erhöhen können. Hm. Oh, da sehe ich schwarze Goblins. Die machen wir ebenfalls platt. Easy. Wie wir am Anfang mit denen gehasselt haben und wie wir die jetzt einfach willst du einfach wegkleppen. Oh, ein goldener Ring. Vielen Dank. Muss ich halt, dass sie das droppen. So, da habe ich Angst, dass die mitkämpfen. Deswegen greife ich mal von hier an. Nachher klauen die mir noch meine XP, meine wertvolle. Speichern. Und Attackos. Nein, da kommen sie schon. Ja, so muss man den Biestern geben. Ja, Gott sei Dank haben die mir keine Erfahrung geklaut. Ich glaube, ich habe von allen die Erfahrung bekommen, ne? War jetzt schwer zu sehen, aber ich glaube ja. Können wir also so lassen. Hab gar nicht gesehen, dass die schon angekommen sind. Dreist. So, aber wir gehen noch einmal kurz zu Onas Hof. Und geben bei Raoul die Quest ab. Und außerdem
bei Lee. Gucken wir, was der noch zu besprechen hat. Weil vielleicht gibt es noch mal ein bisschen Erfahrung. Und wir gucken außerdem mal nach einer besseren Waffe. Vielleicht hat auch dort jemand eine Hellebarde für uns. Hey, du. Er hat nichts mehr, ne? Gut.